Einen schönen guten Morgen, Freunde. Hier ist der Levis K12. Ich begrüße euch aus Antalya, aus Lara, vom Strand hier. Da hinten sind die wunderschönen Berge von Antalya, das Taurusgebirge, würde ich mal sagen. Ja, Leute, es ist wieder Unboxing-Zeit. Und da dachte ich mir, nimmst du mal als Schauplatz den Strand. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Es ist heute bewölkt, Freunde. Aber trotzdem haben wir hier sehr, sehr schönes, eine sehr schöne Kulisse, Freunde. Perfekt zum Unboxing. Das Hotel ist das Royal Holiday Palace. Dieses gelbe Hotel da hinten. Und heute packen wir aus, Freunde. So. Heute packen wir aus World of Final Fantasy für die PlayStation 3. Nein, PlayStation 4 natürlich. Was laber ich denn da? Freunde, ja. Das Spiel hat mich 50 TL gekostet, was so ungefähr 11 Euro macht, Freunde. Wurde runtergesetzt. Habe ich mir im DNA geholt. World of Final Fantasy. Kommt von Square Enix. Hier haben wir ein sehr schönes Cover, viele verschiedene Charaktere, der knuffige Charaktere besser gesagt, sehr interessant gemacht. Der Final Fantasy Welt, Freunde, es ist 13 plus und das Ganze, schauen wir uns mal von hinten an, ja, customized, ich glaube wir müssen das mal auspacken. Ja, Leute. Ich stelle die Kamera mal hier hin, ich stelle das mal hin hier und packe das Ganze mal aus, wie ihr seht. Ich versuche es auszupacken. Es klackert schon so verdächtig. Ich hoffe, alles ist okay. So, Leute. So, dann nehme ich das mal. Ich stecke das in die Tüte und hier, na super, ja, klasse gemacht DNA, ne? Also DNA habt ihr klasse gemacht, hier den Aufkleber direkt drauf geklatscht, den Alarm, ich denke mal das war der Grund, warum es überall gebimmelt hat, Freunde, weil ich den Alarm nicht ablösen konnte, weil es hinter der Folie war, direkt aufs Spiel geklatscht, wow. So, dann lesen wir es mal vor, Capture, Customize and Evolve. Embark on a magical journey with siblings Rayan and Lan as they explore the west land of Grimor to rediscover their past and save the future. Freunde, ist natürlich in Englisch gehalten. Und hier sehen wir die ganzen Charaktere. Ja, Legendary Heroes Return. Stack up and battle und capture and train creatures. Also man muss Kreaturen trainieren, sie einfangen, sowas wie Pokémon. Stack up and battle, ja, battlen mit so Monstern, Freunde, Final Fantasy Style. Und die legendären Helden kommen zurück in Form von kleinen, knuffigen Anime-Charaktere. Ich finde den ja ziemlich süß hier. Ja, wie ihr wisst, bin ich eigentlich kein Rollenspieler normalerweise, aber das Spiel macht vielleicht Spaß. Ist natürlich only on PlayStation. Und wir schauen uns mal die Daten an. Ein Player. Dann haben wir hier Netzwerkfunktion. 8,8 GB braucht ihr auf eurer Festplatte. DualShock 4 Vibrationsfunktion. HD-Video-Output 480p, 720p und 1080p. Remote Play supported für die Vita und Cross-Feature PS4 und PS Vita. Ja, weil das Spiel gibt es auch für PS Vita, Freunde. Und da könnt ihr sicher irgendwelche Game-Dinger austauschen. Weiter auf der Vita zocken vielleicht, keine Ahnung. So Leute, es klackert sehr komisch, ja. Und ich habe es mir doch gedacht, dass die Disc locker ist.
Aber zum Glück ist absolut nichts dran. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier noch, ja, was haben wir hier drin, Freunde? Wir haben hier ein Square Enix Code für Registration. Hier so ein Blättchen, Freunde. So, da sehen wir hier die Disc. Sieht dann so aus, sehr schön gestaltet, Freunde, von Square Enix. Und hier diese Karten. Ja, bin immer gespannt, ob es auch einem Nicht-Rollenspieler wie mir gefallen wird, dieses Spiel zu zocken, Freunde. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was eure Meinung zum Spiel ist. Ist das ein typisches Final Fantasy oder eher was anderes? Ich werde es ausprobieren. Ich bin gern offen für Neues, Freunde. Ich hatte mir von Final Fantasy ein Vita-Spiel geholt aus der Türkei. Jetzt kommt ein PS4-Spiel dazu. Wunderbar. So, Leute, Leute, Leute. Schauen wir wieder in die Tüte rein. Und machen einen kleinen Strandspaziergang hier in Antalya. Ja, ich würde ja gerne jetzt da reinjumpen und ein bisschen schwimmen, Freunde. Aber das ist, glaube ich, nicht so eine tolle Idee, weil es kalt ist. Wenn wir mal ein bisschen rangehen. Das Meeresrauschen am frühen Morgen genießen, Freunde. So. Da ist nochmal der Strand mit den ganzen Hotels. Kennt ihr sich ja schon. Das gelbe Hotel ist, wie gesagt, das Royal Holiday Palace. Daneben ist das Mellas. Jo. Und da hinten sind die anderen Hotels. Aber ich finde ja die Berge so schön. Ich muss da ran. Also es muss einfach sein, Freunde. Die Berge von Final Fantasy. Wunderschön. Das sieht richtig geil aus, Freunde. Herrlich. Ja. So, das war das Unboxing zu World of Final Fantasy für die PlayStation 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Über ein Abo, über einen Kommentar oder über einen Daumen würde ich mich auch sehr freuen. Ich sage hier aus Antalya, bye!